Die Bürgerinnen und Bürger werden angehalten, die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen sollen von Ordnungsbehörden und der Polizei überwacht und bei Zuwiderhandlungen sanktioniert werden. Hallo zur Kulturzeit. Ja, vor 3 Jahren haben wir etwas erlebt, das wir bis dahin nur aus dystopischen Filmen gekannt haben. Der erste Lockdown. Die Welt wurde heruntergefahren. Geschäfte, Schulen, Lokale, Reiseverkehr, alles abgedreht. Plötzlich hat man sich zu Videohangs verabredet und auf der App Houseparty Spiele gespielt. Das wirkt alles schon wieder so weit weg wie ein seltsamer Albtraum, den man schnell wieder vergessen hat. Aber Aufarbeitung ist wichtig. Waren alle Maßnahmen zu jeder Zeit gerechtfertigt? Und vor allem, was können wir für die Zukunft daraus lernen? Clemens und Katja Riecher über die nötige Corona-Aufarbeitung. Vor 3 Jahren. Der Corona-Lockdown machte den Ausnahmezustand zum Alltag. Polizisten vertrieben Menschen von Bänken. Kinder durften nicht mehr in die Schule. Die Maßnahmen, auch die Impfungen, schienen vielen alternativlos. Wer nicht mitmachte, wurde hart angegangen. Es wird höchste Zeit, dass die Impfpflicht kommt. Es ist asozial, sich nicht impfen zu lassen. Was es jetzt braucht, ist nicht mehr Offenheit, sondern ein scharfer Keil. Einer, der die Gesellschaft spaltet. Kein Impfgegner wird wie ein Staatsfeind behandelt. Er darf nur hoffentlich bald nicht mehr unter die Leute gehen, weil er ein gefährlicher Sozialschädling ist. Verbale Entgleisungen bekannter Journalisten und Politiker fügt Markus Klöckner zu seiner Geschichte der Corona-Jahre zusammen. Es waren harte Zeiten für die Demokratie. Schwerwiegende Grundrechtseinschränkungen, flankiert von Journalisten, die die Ausgrenzung Ungeimpfter für richtig hielten, sogar wollten, dass man mit dem Finger auf sie zeigt. Sie haben, so Klöckner, die Gesellschaft auseinandergetrieben. Versöhnen kann man sich, wenn zuvor rein Schiff gemacht wurde, klares Schiff gemacht wurde, wenn alles auf den Tisch gelegt wurde. Es geht einfach darum, auch zu signalisieren, dass, was einige sich hier geleistet haben, mit dieser unfassbaren Gewalt, das darf sich in einer Demokratie nicht mehr wiederholen. Ne? Nächster Redner ist Wolfgang Kubicki für die. Während der Pandemie war Wolfgang Kubicki eine der wenigen warnenden Stimmen. Medien rückten den Vizepräsidenten des Bundestags in die Nähe von Rechtsradikalen, unterstellten ihm Verschwörerjargon. Ungeimpfte sind nicht schuld daran, dass sich andere Menschen infizieren. Ich dachte immer, unsere Demokratie, unser Rechtsstaat ist gefestigt und wir sind gefeit gegen totalitäre Einschränkungen. Und in der Corona-Krise hat sich gezeigt, das stimmt nicht. Wir sind nach wie vor ein Volk, was sehr gerne bereit ist, wenn man ihm mit ganz bösen Dingen droht, totalitäre Maßnahmen hinzunehmen. Dutzende parlamentarische Anfragen stellte Wolfgang Kubicki von Beginn der Pandemie bis heute. Es sind Fragen, die die Grundfesten der Demokratie betreffen und beantwortet werden müssen. Wie konnten fundamentale demokratische Prozesse ausgehebelt werden? Wie konnte es sein, dass wesentliche Entscheidungen nicht mehr im Parlament getroffen worden sind, sondern in Hinterzimmern und das nachvollzogen werden musste? Warum wurden nicht Wissenschaftler gehört, die nicht Virologen waren oder Epidemiologen, bei der Frage, was passiert mit Kindern, wenn man die ein Jahr aus den Schulen ausschließt? Die Regierung setzte auf jene Wissenschaftler, die härteste Corona-Maßnahmen empfahlen. Sie wurden zu Medienberühmtheiten, dienten der Corona-Politik als Legitimation. Diese Verwebung von Politik und Wissenschaft und auch vielleicht wissenschaftlichen Stellungnahmen, die der Politik zu dem Zeitpunkt gelegen kommen, ich glaube, das sind Wege, die wir aufarbeiten müssen. Hendrik Streeck warnte früh, dass eine Impfung allein die Pandemie nicht beenden werde. Die meisten Politiker sahen das anders. Wenn Sie und Ihre Freundinnen der Freiheit sich einfach hätten impfen lassen, als die meisten von uns so vernünftig waren und diesen einfachen Schritt gegangen sind, dann wäre ich jetzt wieder frei. Die Freiheitsinterpretation der wenigen darf nicht zur permanenten Freiheitseinschränkung der vielen führen. Und dann wird erneut das ganze Land in der Geiselhaft dieser Gruppe von Menschen sein. Politiker machten Druck auf Ungeimpfte und sie mitverantwortlich für den Fortgang der Pandemie. Zu Unrecht, wie Hendrik Streeck meint.
da wurde sowohl von der Pharmaindustrie als auch Wissenschaft und Politik ein falsches Bild von diesem Impfstoff vermittelt. Der Impfstoff hat nur die Eigenschaft, dass man sich selber schützt vor einem schweren Verlauf, aber weder schützt vor der Infektion und dadurch auch keinen Schutz den anderen bietet. Der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar unterstützte damals die Impfkampagne der Bundesregierung. Mein Name ist Ranga Yogeshwar. Ich werbe für die Impfung auf großen Plakaten und da seht ihr auch meine Begründung. Weil Impfen einfach schlauer ist. Heute ist er enttäuscht. Zu spärlich informiere die Bundesregierung über die Corona-Hintergründe. Ich hätte kritischer sein müssen in Bezug auf offizielle Stellen, ganz konkret zum Beispiel die Art und Weise, wie auch 1-2 Jahre nach der Pandemie mit Daten umgegangen wird. Das finde ich ehrlich gesagt bis heute nicht okay. Gerne würde er wissen, wer an oder mit Corona gestorben ist. Doch Zahlen fehlen. Und auch über die Wirksamkeit der Maßnahmen gibt es nur wenig Erkenntnisse. Es war dann so, dass es Maßnahmen gab, wo ich so im Nachhinein denke, also nicht auf eine Parkbank gehen zu dürfen, ist absurd. Und vielleicht hätte ich einfach an der Stelle mehr die Fahne heben müssen und sagen müssen, Moment mal, ja, also reden wir hier von Wissenschaft und der tatsächlichen Möglichkeit einer Infektion oder wird plötzlich hier ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen? Es war mehr als ein über das Ziel hinausschießen, sagt die Rechtsanwältin Jessica Hamid. Gegen die massiven Grundrechtseinschränkungen hat sie mehrfach geklagt. An diese großen Fragen haben sich die Richterinnen und Richter, wie ich meine, einfach nicht herangetraut. Das war Hasenfüßig. Sie sind damit ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden. Sie sind Richter und Richterinnen geworden, weil sie entscheiden wollten. Und als es darauf ankam, wie vielleicht noch nie davor, wollten sie nicht mehr entscheiden. Die Gerichte hätten Prozesse unnötig in die Länge gezogen. Und jetzt würden sie viele einfach einstellen, da die Corona-Maßnahmen ja längst abgeschafft sind. Aber was, wenn wieder solch eine Krise kommt? Wir haben uns entschieden, gemeinsam mit der Mandantschaft, dass wir die Schriftsätze veröffentlichen, sodass jeder und jede nachlesen kann, was unsere Gedanken waren. Und dass man auch, was jetzt ja passiert, so der Trend, man wusste vieles nicht und man konnte das nicht und jenes nicht. Der Blick in unsere Schriftsätze, der straft dieser Ansicht Lügen. Jessica Hamid fordert, dass sich die Justiz mit sich selbst auseinandersetzt. Wie hat sie während der Pandemie gehandelt? Wie beeinflussbar waren Richter durch öffentliche Meinung und Regierung? Wolfgang Kubicki ist seinem Ziel einer parlamentarischen Aufklärung der Corona-Zeit in den letzten Tagen näher gekommen. Die von ihm geforderte Enquete-Kommission unterstützt nun auch die CDU. Und der Autor Markus Klöckner? Er hat Deutschland verlassen, lebt im Ausland und arbeitet an einem neuen Buch. Das mögliche Thema: Wie die Pandemie aufgearbeitet wird.